Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television. Was lacht er denn da so blöd? Ich habe versucht, ne? Die Lippen-Synchron zu imitieren, aber es hat mir nicht ganz... Nee, wollte nicht, genau. Ja. Heute ist wieder Daily Tag, ist ja jeden Tag Daily Tag, aber jetzt ist Daily Time am 20. Dezember und Jänner hier ist der Daniel... Und ich bin Sascha und wir erzählen euch was über den heutigen Tag. Der 20. Dezember hat ein berühmtes Geburtstagskind, nämlich Martin Schulz von der SPD. Kennst du? Ja klar, das ist doch der mit dem Schulz. Also deswegen macht man das. Ja. Diesen Rübston hat er wohl erfunden. Ja. Schulz. Ja. Prost. Prost, Schulz. Wir müssen jetzt nicht Schulz machen, aber... Ich finde auch, der hat einen sehr breiten Scheitel irgendwie. Oder sieht man das? Relativ breit. Oder ist eine hohe Stirn, das kann man auch je nachdem. Eins von beiden. Ja. Oder hat von seiner Frau sagt, wird ihm immer gesagt, macht ja nichts, macht ja nichts. Macht ja nichts, kann ja mal passieren. Ja. Kann sein. Und dann sind die Haare einfach ausgefallen. Ja, das ist am 20. Dezember der Geburtstag. Vielleicht hat er auch einen Organspendeausweis. Das kann auch sein, ja. Vielleicht hat er ja das Organ gespendet. Teil der Haare schon abgegeben. Ja. Und am 20. Dezember ist aber auch noch etwas passiert. Kinoasen. Ja, Mensch. Kinostart, kein Oasen. Kinostart, kein Oasen. Das war 2007, 20.12., wie besprochen. Fandst du gut? Fand ich richtig gut, ja. Aber den zweiten Teil hast du den gesehen? Ja. Kein Hirnküken? Ich muss, weil meine Kinder, die wollten dann da... Gibt ja auch einen Zeichentrick, kein Oasen. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Ja, das ist meine Kinder lieben das. Ja. Nee, aber den zweiten Teil habe ich gesehen. Also den ersten Teil war noch okay, kein Ohrhasen, alles klar, kann man machen. Aber den zweiten Teil, also wirklich so ein Rotz, ehrlich, da habe ich mich so geärgert. Ich habe nach 95 Minuten ausgemacht, das Ding. So. Ach komm, doch schon so früh. Ja. Aber am 20. Dezember war auch ein Hit Nummer 1. Der ist am 20. Dezember 76 Nummer 1 geworden, für 5 Wochen bis zum 23. Januar 1977. Und das war von ABBA, Money, Money, Money. Ah, ja, ich erinnere mich. Must be funny in the rich man's world. Ja, genau, ich kann es nicht weiter. Ja. Aber Money, 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 ne, von ABBA. War ein Knaller damals, 1976, ja. Vor meiner... Zeit, hätte ich fast gesagt, aber da war ich schon auf der Welt, aber ganz knapp nur auf der Welt. Da war ich 4. Da war ich 2. Hab schon voll abgebankt. So. Nee, am 20. Dezember war ich noch 1. Ha! Jetzt guckst du blöd. Ja, so. Fand ich gut, ja. Am 20. Dezember ist aber auch noch was anderes geschehen. Ja, und zwar nach der Wiedervereinigung war das das erste Mal, dass der Bundestag in Berlin gemeinschaftlich, also DDR und BRD, zusammengefunden hat. Ach, guck mal. Ja. Das war am 20. Dezember, wann? 1900? Das war 1990. 1990. Was alles passiert ist am 20. Dezember? Merkwürdig. Hammer, ne? Ja. Man gar nicht so auf dem Schirm. Das wisst ihr jetzt auch alles und das könnt ihr jetzt raus in die Welt tragen und könnt ein bisschen angeben und könnt so tun, als wenn ihr es selbst recherchiert habt. Ja. Und wir sehen uns morgen wieder am 21. Dezember. Ich hoffe, ihr habt schon so langsam die Weihnachtsgeschenke zusammen. Wenn nicht, ihr habt noch knapp 3-4 Tage. Ja. Aber lasst euch Zeit. Ich mache das auch immer ganz schön. Am 24. Dezember immer so mittags. Ja, haben die Tankstellen alle noch auf. Ja, genau. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen.